Wir, die Studierenden und alle, die sich mit uns solidarisieren, denken, dass es wichtig ist, sich nicht zu ducken, wenn menschenverachtendes Gedankengut eine Plattform bekommt. Und dies auch noch ignoriert oder sogar befeuert wird von den geistigen Brandstiftern in den Parlamenten. Meuthen ist Bundessprecher einer Partei, die Antisemiten wie Wolfgang Gideon in ihren Reihen akzeptiert. Meuthen höchstpersönlich übernimmt die antisemitischen Verschwörungstheorien von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Die AfD hat in einigen Bundesländern Websites erstellt, auf denen Schülerinnen gesellschaftskritische Lehrer und Lehrerinnen verpetzen sollen. Das ist Denunziantentum, das unter der Hitler-Diktatur herrschte. Die Weltverschwörung von reichen Juden und Kommunisten, um den deutschen Volkskörper aufzulösen. Das ist die Welt Meuthens und der AfD. Meuthen tritt als Gastredner des Neurechten Instituts für Sozialstaatspolitik vor Identitären und NPDlern auf. Wir müssen uns Seite an Seite positionieren mit Entschlossenheit und Mut. Denn rassistische Parolen und Volkstümelei führen zu Faschismus und Krieg. Im Zuge der Europawahl gibt es hier gerade eben eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der im Bundestag vertretenen Parteien wie der CDU, der SPD, der FDP, den Grünen, den Linken und auch der AfD. Für die spricht der Europaspitzenkandidat Jörg Meuthen. Im Zuge dessen gab es großen Protest der Zivilbevölkerung. Der Audimax hier im Hintergrund wurde von einer Gruppe heute Morgen besetzt. Während der Besetzung wurde die Presse nicht in den Hörsaal gelassen, mit dem Verweis auf das Hausrecht. Der Audimax wurde kurzzeitig danach geräumt. Die Räumung wurde von unserem Präsidenten der Universität, Professor Diewernich, zustande gebracht, mit Hilfe der Polizei, die mit der BFE angerückt sind und die Studenten, die friedlich angekettet waren und diesen Hörsaal besetzt haben, geräumt haben, teilweise sehr gewaltsam, mit Tritten gegen deren Gesichter und Schmerzgriffen wurde der Hörsaal geräumt. Dies war geschah alles unter den Augen von unserem Präsidenten und dem Kanzler, der trotzdem lieber diese Veranstaltung, die eine reine Wahlkampfveranstaltung für die Parteien sind, durchgedrückt hat, anstatt diese abzusagen. Wir von der Initiative für angewandte Restvernunft haben nach Pressefreiheit geschrien, als unsere FreundInnen mit Schmerzgriffen und Knie im Gesicht geräumt wurden. Neben Drohungen und massiver Anwendung von Gewalt hat die Polizei erniedrigende Maßnahmen angewendet und einer Aktivistin ihre Medikamente verweigert. Das Präsidium der University of Applied Sciences in Frankfurt stand im Raum und hat die Rufe ignoriert. Wir sehen die Besetzung als erfolgreich an, da nun alle zu sehen bekommen, welchen Demokratiebegriff das Präsidium vertritt.